Die heutige Veranstaltung ist wieder ein Beispiel dafür, dass wir viele, viele Personen aus unterschiedlichen Institutionen für die Vorbereitung des heutigen Tages beigetragen haben. Wir haben das vierte Mal die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Wir werden eine fünfte Veranstaltung erleben und ich freue mich drauf. Ich bin auch immer wieder dankbar, die Spenden, die zu diesem Tag oder auch aus diesem Anlass aus allen Richtungen der Gesellschaft kommen, sind natürlich wichtig, weil sie auch dafür genutzt werden können, prophylaktisch Therapien zu erforschen, zu unterstützen, zu erweitern. Man hat auch ein gutes Gefühl, wenn man selbst nicht betroffen ist, trotzdem was für die Betroffenen tun zu können. Und das, glaube ich, ist auch ein großer Wert unserer Gesellschaft, das menschliche Miteinander.